Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video in meiner Helix-Reihe. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Snapshots. Ein wunderschöner Weg, um Sounds gespeichert zu verändern, um praktisch einzelne kleine Snapshots, wie der Name schon sagt, zu speichern von deinen Sounds. Beinhaltet sind dabei verschiedene Parameter, die du verändern kannst, On-Off-Status von Effekten und so weiter. Mehr dazu findest du in dem On-Screen-Video, wo du mich praktisch nur reden hörst und die Oberfläche von der Editor-Software HX Edit siehst. Viel Spaß dabei, ich schalte jetzt um. Herzlich willkommen nochmal zu meinem Tutorial zu Snapshots im Helix. So, was sind Snapshots? Um dir das zu zeigen, baue ich hier mal ganz schnell einen ganz simplen Sound. Und zwar nehme ich jetzt hier einen Marshall Plexi. Dazu gehe ich in Amp und Cap. Und wo ist der Plexi? Brit 45, nee, Plexi heißt der natürlich, Mensch Bernd. Nehme ich den normalen. So. Und ich nehme noch einen Effekt dazu, und zwar ein Delay. Transistor Tape, meine Einstellungen. Das Preset speichere ich mal ab und das nenne ich Snapshots. Snap. Und ich lade mir jetzt mein Delay aus meinen Favorite Blocks, dass du das nicht vergisst, dass das geht, denn das spart unfassbar viel Zeit. Paste. Siehst du, die Einstellungen hat er jetzt übernommen. Also ich habe ein Amp, ich habe ein Delay und das Ganze klingt so, ohne jetzt groß rumzumachen. Das ist Snapshot 1. Jetzt zeige ich dir das Erste, was du machen kannst mit Snapshots. Guck mal, ich schalte jetzt hier das Delay aus. Siehst du? Aus. Jetzt wähle ich Snapshot 2 und ups, an. Ja, das macht das Snapshot. Das Snapshot speichert pro Snapshot die On-Off-Information des Effektblocks. Das funktioniert mit jedem Effektblock, auch mit FX-Loops. Ja, und du siehst jetzt hier, wenn ich jetzt hier ausschalte, gehe ich zurück. Ich glaube, ich muss den Sound speichern. Moment, Sound gespeichert, so. Ja, siehst du hier, aus. Eben das hatte ich nicht gespeichert, deswegen war es wieder an. Geht hier mal auf Snapshot 2, das ist Delay an, auf Snapshot 1 ist Delay aus. So, das ist das Erste, was ein Snapshot macht. Du könntest jetzt sogar zum Beispiel zwei Amps in einen Sound legen und die abwechselnd ein- und ausschalten. Das ginge zum Beispiel. Du könntest jetzt hier, das ist jetzt ein verzerrter Amp, dann nehmen wir hier mal einen clean Amp, Amp und Cap, Tweed Blues Normal zum Beispiel. Ja, Snapshot 1 hätte ich gern den clean Amp an und Snapshot 2 hätte ich gern den verzerrten Amp an. Das muss ich abspeichern. Das muss ich leider jedes Mal abspeichern. Also hier auch. Jetzt siehst du hier, ja, aus und der ist an, Snapshot 1, an und der ist aus. Hier umschalten. Zwischen den beiden Amps. So, das möchte ich aber jetzt nicht machen. Ich möchte jetzt hier meinen, ich habe den falschen gewählt eben. Den wollte ich doch haben. Der kommt weg. Hier habe ich meinen Plexi. Und den hätte ich auch gerne auf beiden Dingern an. Speichere ich ab. Fertig. So. Was er sich behalten hat, Delay beim zweiten an und beim ersten aus. So, ich mache das Delay jetzt mal nochmal weg, denn ich möchte dir was zeigen. Ich möchte jetzt gerne mit Snapshots mit dem gleichen Amp einen Clean Sound machen und mit dem gleichen Amp einen verzerrten Sound machen. Wie du wahrscheinlich weißt, sind die wichtigen Parameter dafür Drive, das ist der Verzerrgrad, und Channel Volume, das ist die Lautstärke des Presets. So, ich fange mit dem Clean Sound an. Dazu mache ich jetzt mal Channel Volume auf 10 und Drive auf 0. Jetzt gucke ich mal, wie viel ich aufdrehen muss, bis das Ganze gut klingt, ja, mit dem G-Dur-Akkord. Klingt super. Clean Sound gefunden. Jetzt kommt das Wichtige. Jetzt hältst du Alt gedrückt
Alt auf deiner Computertastatur und klickst hier auf Drive, auf den Wert, wo du gerade eingestellt hast. Zack. Jetzt siehst du, dass hier das weiß wurde und hier neben so eine kleine Kamera ist. Jetzt siehst du hier, da ist auch eine Kamera, ne? Kamera, das ist so das Symbol für Snapshot. So, der hat das jetzt also gespeichert in Snapshots 1, ist Drive auf 1,4. Und Channel Volume, auch Alt, Klick, wupp. Channel Volume ist auf 10. Jetzt gehe ich in Snapshot 2. Du siehst, es bleibt so, ich speichere auch mal ab. Jetzt möchte ich aber, dass der Sound maximal verzerrt ist. Dreh voll auf. Ich drehe jetzt den Channel Volume so weit auf, dass der Sound ungefähr gleich laut ist. Ich speichere den Sound wieder ab, dass es nicht verloren geht. Wir schalten mal hin und her. Verzerrt, ja. Und clean. Mit einem einzigen Amp. Viele von euch werden jetzt wahrscheinlich denken, das geht? Das wusste ich nicht. Ja, ich wusste es auch nicht, bis ich die Tutorials von Jason Sadidis geguckt habe. Okay. Ja, und das kannst du jetzt im Prinzip mit jedem einzelnen Block, mit jedem einzelnen Parameter machen. Nehmen wir an, die wäre jetzt der Sound zu mittig im Clean Sound. Dann gehst du hier drauf, erstmal Alt-Klick, sodass der jetzt weiß, Snapshot. Und dann machst du hier die Mitten einfach raus. Merkst du auch vielleicht auch ein bisschen zu viel Bass drin. Mal Alt-Klick, Bass raus. Speichern wir mal ab mit Command-S, Snapshot 2 und du siehst, das ist wie vorher. So, wenn du jetzt einen großen Helix hast, hier mit dem Stomp, würde ich sagen, ist die Snapshots sind nicht ganz so interessant. Komme ich gleich zu, warum. Wenn du einen großen Helix hast, kannst du bis zu 3 oder maximal 4 Amps in einen Sound packen und praktisch mit den Snapshots umschalten. Jetzt wirst du sagen, aber ich kann doch auch einfach verschiedene Presets wählen. Das ist richtig und das kannst du auch tun, das ist nicht falsch, aber das Umschalten zwischen Snapshots geht viel schneller als das Umschalten zwischen Presets, wo du immer so einen kleinen Gap hast. Ist zwar nicht allzu schlimm, aber manche stört das. So, außerdem kannst du den Rest vom Preset so lassen, wie er ist, wenn du zum Beispiel sowieso immer den gleichen Chorus nimmst, sowieso immer den gleichen Kompressor nimmst. Das ist praktisch dann wie so ein altes Setup, wo du einen Amp hast, den du umschaltest und dein Pedalboard bleibt gleich. Manche finden das angenehmer. Und ich finde es auch recht angenehm, wenn man sein Setup nicht ganz so kompliziert macht. Ja? Und trotzdem kannst du ja alle Parameter ändern. Zum Beispiel, ich mag bei einem Clean Sound das Delay ein bisschen leiser haben, wenn ich es benutze. Nichts leichter als das. Der Clean Sound ist unsere Nummer 1. Jetzt will ich hier an diesem Slot ein Delay. Delay. Transistor Tape. Time auf ungefähr 300, Feedback auf 33. Ich hätte natürlich jetzt auch wieder rauskopieren können. Ich stelle es jetzt einfach nochmal ein. Beim Clean Sound hätte ich es gerne auf 20% und das ist nur der Mix, den ich verstelle. Deswegen mache ich hier Alt, Klick. Dann gehe ich auf den zweiten Sound, stelle es auf 30%, speichere das Ganze ab. Und du siehst, wenn ich jetzt rumschalte, dass sich der Mixparameter verändert. Nichts leichter als das. So, jetzt noch ein kleiner Tipp für alle Helix-Stomp-User. Geht natürlich auch auf den anderen Helixen, ich finde es aber beim Stomp umso besser. Also umso wichtiger, diesen Trick zu benutzen. Geh mal hier auf Main LR. Jetzt siehst du hier dein Level. So, alle meine Rhythmus-Sounds und normalen Sounds sind auf 0 dB. Und zwar stelle ich dann hier Channel-Volume und Master und den ganzen Kram so ein, dass die alle gleich laut sind. Und immer hier auf 0 dB dann auch sind. Wenn ich jetzt einen Solo-Sound will, stelle ich den Level auf 6 dB. Und das habe ich normalerweise in Snapshots programmiert, sodass Snapshot 2 immer 6 dB hat. Dazu wähle ich hier Alt, Klick, denn auch hier kann man die Parameter bestimmen. Und drehe den auf 6 dB. Und speichere das Ganze ab. Save. Jetzt siehst du hier Snapshot 1, 0 dB, Snapshot 2, 6 dB. Und so mache ich grundsätzlich meinen Solo-Sound.
Du kannst hier nämlich den Helix so programmieren, dass du Preset Up Down hast, also den Stomp, Preset Up Down, also Preset hoch runter, und den Schalter nebendran einfach, dass der diese drei Snapshots durchsteppt. Und dann kannst du zum Beispiel Folgendes machen. Machst jetzt Snapshot 2 mal auf 3 dB, sodass es einen leichten Boost gibt. Und Snapshot 3 auf 6 dB. Und dann kannst du mit dem Fußschalter immer 1, 2, jetzt hat er es eben nicht gespeichert, weil ich vergessen habe, auf Speichern zu klicken. Also nochmal auf 3 dB und Speichern. Und hier 6 dB, na, auch nicht gespeichert, wieder 6 dB eingeben, Speichern, immer Speichern zwischendurch, ja. Zack, jetzt ist 0, 3 und 6. So, und so kannst du praktisch jeden Sound einfach programmieren und die Snapshots einfach nur benutzen, um die Lautstärke zu steuern. Ja, das ist mein Trick, den benutze ich. Wichtig dabei, wenn du möchtest, dass zum Beispiel ein Delay, was du manuell über einen MIDI-Fußschalter oder einen anderen Schalter angesteuert hast, dass das anbleibt, dann musst du hier klicken, Snapshot Bypass, Häkchen weg. Und das ist auch der letzte Tipp in diesem Video. Du kannst die An-Aus-Funktionalität der Snapshots kannst du deaktivieren. Ja, also dass das Delay ausgeschaltet wird in einem bestimmten Snapshot, indem du hier das Häkchen wegmachst. So, das sind Snapshots, ein unglaublich machtvolles Instrument, wie Darth Vader sagen würde. In diesem Sinne, mach's gut, bis dann, ciao. Hier bin ich wieder in echt und noch ein kleiner Hinweis für dich. Falls dir die ganze Programmiererei eventuell ein bisschen zu kompliziert ist oder du einfach keine Zeit oder keine Lust hast, das selber zu machen, es gibt von mir einen Helix Soundpack. Momentan sind da 13 Sounds drin. Clean, Crunch, Blues, Metal, Rock, Lead Sounds, Rhythmus Sounds und so weiter. Die bezeichne ich als Bernds Brot- und Butter-Sounds, weil das eigentlich Sounds sind, die man täglich braucht, oder was heißt jetzt nicht jeden Tag, aber die man so braucht, wenn man ganz normal Gitarrensachen einspielt, Live-Auftritte spielt und so weiter. Also keine speziellen Sounds, die irgendeinem bestimmten Song nachgeeifert sind oder irgendeinem bestimmten Gitarristen, sondern einfach Sounds, die man ständig braucht. Die gibt es im Soundpack und wenn du dazu mehr Informationen möchtest, klick einfach unten den Link, da gelangst du zu einer Seite auf gitarrenlehreronline.de, wo ich diese Sounds näher beschreibe und es gibt auch ein Video, wo ich jeden Sound, jeden der 13 Sounds mit seinen jeweils zwei Variationen konkret im Video vorspiele, sodass du dir das vorher anhören kannst. Und dann kannst du dir ja überlegen, ob du dir die Arbeit sparen willst und einfach dieses Soundpack kaufst. Ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich sehr über einen Daumen hoch. Wenn es dir nicht gefallen hat, kannst du natürlich auch Daumen runter drücken oder dir unten drunter Gedanken machen, warum es dir nicht gefallen hat. Ich freue mich über jeden Kommentar, auch Kritik, besonders Kritik, weil dann weiß ich, was ich besser machen kann. Des Weiteren, wenn du weitere Wünsche hast, wie was ich zeigen soll, welche Sounds ich programmieren soll oder bestimmte Tipps zum Helix, schreib mir das auch unten in die Comments. Ich mache ständig weitere Videos und da freue ich mich sehr. Wenn du keins der Videos verpassen willst, abonniere doch meinen Channel und klick dieses komische Glockensymbol, damit du über jedes neue Video informiert wirst. Ich freue mich. Und in diesem Sinne sage ich tschüss, vielen Dank fürs Zuschauen und dir viel Spaß weiterhin mit deinem Helix. Ciao!